Hallo liebe Kinder, liebe Eltern. Heute betrachtet unsere Mama Mu den Sonnenuntergang. Es war Abend. Mama Mu stand in ihrem Stall und schaute aus dem Fenster. Sie wartete auf die Krähe. Sie hatte schon lange gewartet. Wo die Krähe bloß bleibt, sagte sie. Die Sonne geht bald unter und die Krähe ist noch nicht da. Ich habe sie den ganzen Tag nicht gesehen. Sie öffnete das Fenster und kühle Luft strömte herein. Draußen sang eine Amsel. »Wie schön es abends draußen ist«, sagte Mama Mu seufzend. »Dann sind Kühe fast immer drinnen. Schade, dabei klingt eine Kuhglocke so schön in der Dämmerung. Ich glaube, ich schleich mich mal ein bisschen raus.« Mama Mu ging auf die Weide und schaute sich um. Aber wo ist die Krähe? Sie ist nirgends zu sehen. Sie spähte nach rechts und nach links. Mu, die Sonne geht hinterm Berg unter. Wie gemütlich das aussieht. Vielleicht ist die Krähe ja dort. Mama Mu sprang über den Zaun, ging durch den Wald und kletterte den Berg hinauf. Als sie oben ankam, blieb sie stehen und hielt Ausschau nach der Krähe. Und dann entdeckte sie sie. Die Krähe saß ganz still. »Da ist sie ja! Hallo Krähe, du bist das!« rief Mama Mu. »Hallo Mama Mu«, sagte die Krähe, »klar bin ich es. Ich bin's doch immer, oder?« »Ich freue mich so, dich zu sehen, Krähe«, sagte Mama Mu und winkte ein bisschen mit einem Horn. »Ich schau mir den Sonnenuntergang an«, sagte die Krähe. »Wirklich? Mu, wie schön, Krähe!« Mama Mu seufzte. »Stell dir vor, Kühe dürfen fast nie sehen, wie die Sonne hinter einem Berg untergeht. Um die Zeit müssen sie immer zum Melken in den Stall.« »Oh, und wie viel man von hier oben sehen kann. Die Felder, die Wiesen, einen Wald und einen Pflug.« »Ein Pflug?« »Auf dem Acker, Krähe, dort.« Mama Mu zeigte in die Richtung. »Aber das alles ist kaum noch zu erkennen, weil die Sonne gerade untergeht.« »Ich sehe es«, sagte die Krähe, »ich sehe alles.« Mama Mu legte sich auf den Bauch und stützte den Kopf auf die Vorderklauen. Sie war zufrieden und froh. Die Aussicht gefiel ihr. »Und der See, Krähe, wo immer die Kinder baden, der schläft wohl schon, denn er ist ganz still. Mu, wie schön!« »Jetzt werd nicht rührselig, Mama Mu«, brummte die Krähe. »Warum kommst du eigentlich ausgerechnet jetzt, wo ich hier in aller Ruhe sitze?« »Natürlich, weil du hier sitzt«, sagte Mama Mu. »Krächz, warum läufst du ausgerechnet mir nach? Ich kann Kühe nicht leiden, die mir nachlaufen.« »Weil du meine Freundin bist, Krähe«, sagte Mama Mu milde. »Krächz«, die Krähe reckte sich. »Du bist meine beste Freundin, Krähe.« Die Krähe drehte den Kopf etwas zur Seite und murmelte, »Ja, kann man vielleicht so sagen.« »Nein, man kann es nicht vielleicht so sagen«, widersprach Mama Mu energisch, »du bist meine beste Freundin.« Sie rutschte dicht an die Krähe heran und summte eine Melodie. »Krächz, jetzt fängst du auch noch an zu singen.« Mama Mu räusperte sich. »Ja, Krähe, höre mal zu.« »Nein, singende Kühe finde ich ganz schrecklich. Wenn du singen willst, musst du woanders hingehen«, knurrte die Krähe. »Aber ich finde es so gemütlich, neben dir zu liegen und zuzusehen, wie die Sonne langsam versenkt.« Die Krähe sah Mama Mu an. Dann sagte sie langsam, »Zuzusehen, wie die Sonne langsam was?« »Wie sie langsam hinterm Berg versinkt«, sagte Mama Mu. »Krächz, aber du hast langsam versenkt gesagt.« »Ich hab gemeint, langsam versinkt. Du verstehst doch, was ich meine, Krähe.« Mama Mu wedelte ein wenig mit dem Schwanz. »Das tue ich nicht. Wenn du sagst, langsam versenkt, dann meinst du doch wohl, langsam versenkt.« Mama Mu seufzte. »Hör auf, mit mir zu schimpfen, Krähe. Jetzt ist die Sonne jedenfalls hinterm Berg versunken. Jetzt gehen wir nach Hause.« »Nach Hause«, rief die Krähe. »Du hast wohl Angst im Dunkeln. Ha, gib's zu. Sobald die Sonne untergegangen ist, glauben Kühe, es ist stockfinster. Dann gehen sie in den Stall und machen Licht an. Aber ich
nicht. Krähen haben keine Angst im Dunkeln, niemals. Geh du ruhig nach Hause, ich bleib hier sitzen und guck mir die Dunkelheit an. Mu, aber du kannst doch gar nicht sehen. Bald ist es vollkommen dunkel. Krächz, was weiß schon eine Kuh? Genau das will ich mir doch angucken. Tschüss, Krähe, sagte Mama Mu und wanderte gemächlich und mit Glockengebimmel den Berg hinunter. Ich bleib hier sitzen, rief die Krähe ihr nach. Ja, ja, bleib du nur sitzen, antwortete Mama Mu. Als sie ein Stück gegangen war, war es vollends dunkel. Mu, es ist stockfinster. Ich kann gar nicht sehen, wohin ich meine Füße setze. Aber es geht bergab. Wenn man im Dunkeln bergab nach Hause geht, dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Zwischen den Bäumen ertönte ein unheimliches Huhu, Huhu. Eine Eule, sagte Mama Mu. Oh, wie aufregend das in der Nacht klingt. Flatter, flatter, flatter. Da kam die Krähe in rasender Geschwindigkeit durch die Dunkelheit geflogen. Hallo Krähe, bist du's? Hallo Mama Mu, jetzt habe ich genug da oben gesessen. Die Krähe sprach sehr schnell. Kleine Krähe, sagte Mama Mu tröstend. Ich habe keine Angst vor der Eule, keuchte die Krähe. Oh nein, keine Angst, nein, ich habe vor gar nichts Angst und schon gar nicht vor Eulen. Huhuhuhu, machte die Eule wieder. Möchtest du zwischen meinen Hörnern sitzen, Krähe? Krächz, piepste die Krähe. Sie steckte ihre Füße in das Fell. Dort war es warm und schön. Mama Mu trabte sicher durch die Dunkelheit. Bling, 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 machte die Glocke und das klang gemütlich. Jetzt gehen wir in den Stall, Krähe. Du darfst neben mir im Heu schlafen. Möchtest du das? Ja. Mama Mu und die Krähe lagen im Stall. Die Krähe hatte sich bequem im Heu zurechtgelegt. Sie schloss die Augen. Liegst du gut, Krähe? Hier ist es so weich und warm und das Licht brennt, murmelte die Krähe. Mama Mu begann zu singen. Schlaf, Kindchen, schlaf, dein Vater ist ein Schaf. Die Krähe unterbrach sie. Dein Vater ist ein Schaf. Mich trifft der Flügelschlag. Ich muss nach Hause. Sie flatterte hoch und Heu wirbelte auf, als sie durchs Fenster verschwand. Tschüss, Krähe, sagte Mama Mu. Schade, dass sie nach Hause musste. Jetzt hat sie mein Sonnenuntergangsgedicht nicht mehr gehört. Geht die Sonne langsam unter, scheint sie auf uns beide runter. Ich und du schauen zu. Ohne Sonne wird es Nacht. Tschüss, Sonne. Gute Nacht. Flatter, flatter, flatter. Die Krähe kam zurück. Hallo Krähe, wie gemütlich, dass du wiedergekommen bist, sagte Mama Mu. Die Krähe flog im Stall herum. Wo ist die Taschenlampe? In der Milchkammer. Mu. Es ist schwarz, sagte die Krähe. Kohlrabenschwarz. Ich kann nicht sehen, in welche Richtung ich fliege. Ich finde nicht nach Hause. Ich brauche die Taschenlampe. Gut, dass du zurückgekommen bist, sagte Mama Mu. Ich habe ein Sonnenuntergangsgedicht gesagt. Das habe ich selbst erfunden. Du hast es nicht gehört. Du kannst es nochmal von mir hören. Tu das. Ich fliege aber nach Hause. Tschüss. Flatter, flatter, flatter. Sie ist weggeflogen. Dann erzähle ich das Gedicht nicht nochmal, sagte Mama Mu. Aber das hörte die Krähe nicht mehr, denn sie war schon tief drin im Krähenwald. So, ihr Lieben, das war die Geschichte für heute. Morgen hört ihr eine neue. Den Titel verrate ich aber noch nicht. Alles klar, wir sehen uns bald in alter Frische und bis dahin sage ich Tschüss, eure Heike. Tschüss!